Hi Leute und willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ja, mit mir CJ von Audio Gaming und natürlich dem guten Anno. Und der ein oder andere wird sich eventuell wundern, warum wir jetzt an einer anderen Stelle sind, als ich aufgehört habe. Ganz einfach, ich habe die erste Folge aufgenommen, habe nur mal geguckt, ob alles so läuft, ob alles gut aussieht. Und dann habe ich natürlich meine PS4 ausgemacht und als ich angemacht habe, war ich halt woanders. Das wird wahrscheinlich das ein oder andere Mal vorkommen, von daher Anfang, warum das so sein könnte, beziehungsweise warum das so ist, und dann müsst ihr euch keine Gedanken mehr drum machen, wenn das mal so sein sollte. Gut, aber ich habe hier gerade noch einen Aussichtsturm entdeckt, beziehungsweise einen Aussichtspunkt, und den wollen wir natürlich erklimmen. Es macht immer am meisten Spaß, ja, Aussichtspunkte zu erklimmen, denn da haben wir nämlich immer noch diese epischen Kamerafahrten. Arno! Und da sind wir, natürlich synchronisieren. Sieht das nicht schick aus, Leute? Extrem geil. Vor allem die Kamerafahrt dauert hier so lange, sie geht immer weiter raus. Natürlich musste Ubisoft da ein bisschen angeben und zeigen, oh, wir können einiges. Und natürlich der Todessprung. Der geht immer noch. Bam. Und vor allem gehen hier Todessprünge von ganz, ganz weit oben, wie ihr gerade gesehen habt. Das ist schon heftig. Also, wenn sie diese Performance, die sie jetzt gerade hier haben, am Anfang hinbekommen hätten, quasi mit Patch 1.0 oder annähernd mit Patch 1.0, dann wäre das eine Bombe geworden. So ist das leider, ja, erst im Nachhinein sehr gut geworden, was ein bisschen schade ist. Aber gut, so konnte zumindest bei mir ein anderes Spiel sehr gut punkten, nämlich Mordor's Schatten ist dadurch mein Game of the Year geworden, weil die halt, also erstmal weil das Spiel richtig cool war und weil sehr wenig Fehler halt drin waren, ne? Ja, ihr seht ja auch die Kiste, ich versuche jetzt gerade ranzukommen, aber irgendwie glaube ich geht das nicht. Na gut, gehen wir mal zum Anwesen vom De La Serre. Lasst mich durch. Na toll. Alter, die schießen ja schon wieder. So, wie wir es gelernt haben, drüber. Hier können wir einfach so durchrennen und gehen wir hier rein, ne? Oh. Also das mit den Ecken und Kanten, das haben sie bis jetzt noch in keinem Assassin's Creed Teil hinbekommen. Durchaus schade. Wie gesagt, ich finde die Steuerung gerade sehr schwerfällig. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals auch so empfunden habe. Oh, gehen. Verdammt, jetzt wäre ich theoretisch da und kann nicht, weil ich verfolgt werde. Nein. Ich glaube, der hat mich aber nicht gesehen. Dann gehe ich jetzt mal ganz cool hier hinter die Ecke. Okay, er hat mich verloren. So, und oben links könnt ihr auch meine Erfahrungsleiste sehen. Also das ACXV, das ist natürlich das Bruderschaftstag. CC Joker, natürlich, ist er ja. Und da oben sehen wir dann die Rhomboiden. Die 5, die es gibt. In meinem alten Spielstand hatte ich alle 5. Da war ich dann schon erfahrener Assassine. Jetzt bin ich hier gerade wieder Anfänger. Aber das macht ja nichts. Das wird besser. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Ach, Ruhe. Nur ein kleines Missverständnis. Kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen. Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich.
Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Maréchaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das 6. Mal, das 7. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Okay, Sequenz 1, Erinnerung 1 abgeschlossen. Mit allen Herausforderungen. Woohoo! So, dann könnten wir uns ja jetzt erstmal dem Haus hier widmen. Was kann denn dieses Haus? Also man kann drauf rumklettern auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Welche Türen, die man aufmachen kann. Und vor allem sehe ich hier noch so ein bis drei Symbole, die wir mal erkunden könnten. Wenn ich das hier so finde. Okay, diese Kisten. Ja genau, versteck dich mal hinter der Wand. Ich wollte gerade sagen, können wir nicht aufmachen. Anscheinend doch. Diese Kisten sind an sich, soweit ich das noch weiß, die Initiates-Kisten und die muss man über eine App freispielen. Kann natürlich sein, dass die Sachen dann über die App quasi dauerhaft dann da sind, die ich habe. Was ein bisschen doof ist, denn im Grunde kann man bei diesem Spiel nur 100% erlangen, wenn man auch dieses App-Spiel macht. Und dieses App-Spiel hat genauso viele Probleme gehabt wie das Assassin's Creed selber. Okay, das Problem ist, ich sehe jetzt gerade nichts, weil dieses Ausrufezeichen hier alles überlagert. Aha, eine Kiste. Arno, bitte. £100, eine von 20 Truhen. Huhu. So, und jetzt würde ich gerne mal wissen hier, was dieser Mist da unten ist. Mal gucken, wie kommen wir auf die Karte? Touchpad. Ah ja, wo wir gerade auf der Karte sind, mit dem rechten Stick kann man das hier so ein bisschen in 3D sich drehen und mit dem linken Stick kann man hoch und runter. Jetzt ist die Frage, wie man näher ran kann. Ah ja, mit R2. So, was ist das? Der Nomad-Punkt. Was kann der? Nicht viel anscheinend. Muss gerade überlegen. Ich glaube, das ist der Schnellreisepunkt. Aber ich möchte jetzt nicht lügen, deswegen vergesst den Kommentar. Ich gehe zu Olivier. Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Sire de la Serre, wartet! Nom de Dieu! Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blut, Perrault. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir, ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen, es ist äußerst dringend, ja, das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Okay, mal wieder ein bisschen Parcours laufen, ja? So, der Kutsche folgen. Pech gehabt. Muss wohl aus. Hochklettern. Hier geht's nicht lang. Ich sehe schon gleich, dass wir fehlgeschlagen, weil ich zu weit weg bin. Verdammt, macht langsam! Das kann ich immer sehr gut.
Einfach geradeaus. Wo will der denn überhaupt hin? So, hier rüber. Da vorne ist die Kutsche. Komm ich hier rüber? Jawohl, jetzt ist da die Frage. So, das war der schnelle Runter. Also wenn man ein Dreieck drückt, kommt man hier auch schnell runter. Und schnell hier rüber. Reitet er mir jetzt entgegen? Das wäre doch schön, ja. Hallo? Monsieur de la Serre. Mes excuses. Falsche Kutsche. Verdammt. Ist ein Aussichtspunkt. Ich glaube, den habe ich schon. Oh, ein Aussichtspunkt. Ist das der, den wir schon geholt haben? Den Aussichtspunkt erklimmen, ja. Das wird das nächste Ziel sein, aber ich habe hier eine Kiste gesehen. Eine Kiste, die unbedingt von uns geöffnet werden möchte. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo diese Kiste ist. Geht das hier irgendwo hoch in diesem Haus? Ach, macht nichts hier. Ich will hier schnell raus. Dann nehmen wir den anderen Eingang nach oben. Den Fassadeneingang. Schließlich ist das hier Assassin's Creed. Bäm. Ja, das sieht gar nicht ganz gut aus. Habe ich nicht noch irgendwie hier Adlerauge? Ah, hier oben steht's ja. Ist die Kiste noch ein höher? Ja, da oben. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wenn ich hier irgendwo so an der Fassade klebe, so quasi neben dem Fenster und jetzt R2 drücke, müsste er sich auch einfach irgendwie reinschwingen. Ich muss gerade mal gucken. Ich probiere das gerade mal. Nee, so nicht. Da gibt es eine ganz coole Sache. Nee, dass er sich da nämlich extrem geil reinschwingt. Jetzt muss er aber irgendwo neben dem Fenster kleben. Jetzt. Ach. Okay, machen wir später. Ich werde es euch garantiert noch zeigen. Jetzt gehen wir erstmal rein. Und öffnen diese Truhe. Und nochmal 100 Francs. 2 von 20 Truhen. Oi. Oi. Ei, ei, ei. Gerade nochmal gut gegangen. Aber wo wir gerade so ein bisschen Zeit zum Plaudern haben, wie findet ihr es denn, wenn ich LPs mache, die ich quasi schon kenne? Also wo ich das Spiel vorher schon mal gespielt habe und es dann eine LP. Findet ihr es gut, dass ich dann quasi auch schon ein bisschen mehr dazu erzählen kann? Oder findet ihr es generell besser, wenn wir... Oh, hallo? Ich möchte hier bitte interagieren mit. Wenn wir, sage ich mal, das alles zusammen erkunden und ich quasi noch nichts... Och, leck mich doch am Arsch. Und ich quasi nichts dazu erzählen kann. Oh, die schießen gleich. Das heißt, die werde ich jetzt mal niederstechen müssen. Ich gar nicht. Verdammt. Bam. Na komm her. Greif an. Ich will dich genau im richtigen Moment kontern. So. Okay. Dann klettern wir jetzt hoch und nochmal zurück. Ja. Blind Let's Plays. Besser. Damit wir alles zusammen lernen können, beziehungsweise damit ihr euch darüber erfreuen könnt, wie viel Scheiße ich während des Let's Plays baue. Oder halt solche Let's Plays, die ich halt schon kenne und ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Stärken, Schwächen, die ich beim ersten Mal spielen oder auch vielleicht beim zweiten, dritten Mal spielen erkannt habe. Einfach mit einfließen lasse. Oder mal einen Blind, mal irgendwas, was ich schon kenne. Und ich muss ja dazu sagen, ich werde ja keine Let's Plays machen, die ich gerade spiele und dann quasi zwei Tage danach vom Let's Play neu spiele. Das sind ja immer solche Spiele, die ich irgendwann gespielt habe und dann sowas wie jetzt, ein Dreivierteljahr später nochmal spiele. Das ist ja nicht mehr ganz so, dass ich alles auswendig kann und halbblind, ne? Aber jetzt erstmal wieder eine epische Kamerafahrt.
Die Generalstände, 5. Mai 1789. Da seid ihr ja. So, L nach vorne, L2 und hui! Was ich unter anderem hier auch ein bisschen schade finde, ist, dass sie dieses typische Pfeifen halt bei diesen Todessprüngen rausgebaut haben und da diese Helix-Musik eingebaut haben. Finde ich nicht ganz so stylisch, aber es soll sich Adlerauge. Drei Brücken, um Adlerauge einzusetzen und die Wachen in der Umgebung zu lokalisieren. Okay. Aber es soll halt auch so ein bisschen die Abgrenzung symbolisieren zwischen den, ich sag mal, der Amerika-Trilogie, die Kenway-Trilogie. Und deswegen haben sie das durchaus wahrscheinlich auch so gemacht. So, wo sind denn hier Wachen? Keine Wachen? Dann kann ich ja diese Truhe mal aufmachen, ne? Oho! Shit! Hinten anstellen. Das war so nicht geplant. Da habe ich einmal zu wenig Adlerauge benutzt. Aber macht nichts. Die dürften mich allesamt nicht sehen. Aber da kommt. Aber ich müsste mich doch. Hallo Leute! Okay, der da oben dürfte mich auch nicht sehen. So, hier waren gerade irgendwo noch Wachen, die mich. Der guckt einer in meine Richtung, jetzt guckt er nicht mehr. Das heißt, eigentlich müsste ich mich doch jetzt hier reinschleichen können. Och, der dreht sich schon wieder um, oder? Ha! So, und wir sehen da oben so einen Punkt. Was macht denn der Punkt nochmal? Das ist irgend so ein Benefizzeichen. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, wie es heißt. Eine Kokarde. Genau. So heißt das Ding. Okay, Adlerauge, ganz wichtig. Jetzt muss ich mich hier nämlich extrem durchschleichen. Wenn ich das in Erinnerung habe. Und da ist auch eine Kiste, die schon wieder meine Aufmerksamkeit erregt. Wo ist denn diese Kiste da oben? Ja, ich weiß. Ich bin mit Nasenbluten im heilen Gegenschwimmer. Ich provoziere es quasi, dass man mich entdeckt. Aber es interessiert sich überhaupt keiner dafür, was ich hier gerade mache, ne? Das, gut. Dann eben nicht. So, die Tür müssen wir öffnen. Machen wir eben. Na, Logan. So, jetzt müssen wir Delasere finden. Am besten nicht von den Wachen gesehen werden. Jetzt ist die Frage, wie wir da hinkommen, ne? Und da ist eine gelbe Truhe. Das sind die gelben Truhen, die man knacken muss? Ihr seht, ich weiß es wirklich alles nicht mehr. Ach, das sind die Nischels-Truhen. Okay. Wo ist die denn? Ganz weit über mir. Wie es scheint, etwas außer Gebrauch gekommen ist, habe ich nicht gezögert, diese. Königreich, ich habe jemanden von der Nation. Redet der. Huch! Fehlerstatus. Gut, kleine Pause, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich diesen Fehler behoben habe.